YouTube-Kacke von TJ. Wir gehen rein, Folge 1. Komm, let's go, Abfahrt. Man weiß, Fritz oder ein Otto sind bekannte Menschenfresser. Das ist jetzt kein Bullshit, das ist Fakt. Ja, das ist Fakt, wirklich. Ich bin gerade, vielleicht genau da vorne, vielleicht seht ihr die auch, ist ja meine Frau runtergefallen. Hä, wie geil ist das denn editiert? Das hat sie doch niemals so gesagt. Vielleicht genau da vorne, vielleicht seht ihr die auch, ist ja meine Frau runtergefallen. Ah, okay, okay. Genau in dem Moment war es nicht zu sehen. Ja, okay, okay. Deswegen werde ich da jetzt mir so ein Gerät nehmen und dann diese Frau abschießen. Simsalabim, da fuck ich wieder. Hallo, hola. Das ist dumm. Wir haben Seven Wars Wild einfach mal ein bisschen umgeschnitten. Dazu, es ist alles so Gag. Ihr dürft über alles lachen, was ihr gleich seht. Deswegen viel Spaß mit der Folge. Ich bin sehr gespannt. Staffel 1 war eine Kleinigkeit. Bruh. In der Wildnis von Schweden durften wir sehen, was sieben Hurensöhne... Alter! Hä? Warte mal. Wie hat denn er das geschafft, aus dieser Off-Stimme das Wort Hurensöhne zu basteln? Hä? Wie geht das? Mit giftigen Pflanzen... Wildnis von Schweden durften wir sehen, was sieben Hurensöhne mit... Wie geht das? Wie kann man aus der Stimme plötzlich Hurensöhne basteln? Giftigen Pflanzen erleben. Ich bin Pablo Escobar. Drogen sollen ja bekanntlich die Stimmung heben. Hier diese grünen Triebe, wenn man da die Nadeln abmacht, dass da ein paar gute Sachen drin waren. Hier sind auch überall Preiselbeeren, die sind noch nicht richtig reif. Ich weiß nicht, von was das ist, aber ich höre da oben die ganze Zeit ein komisches Geräusch. Ich wollte gerade sagen, das Martin, das gab es schon als Meme letztes Jahr. Dieses immer, das hatten wir aber dieses Jahr, glaube ich, auch, ne, in der Staffel, wenn irgendwer jemand sagt, so, ich glaube, ich habe da irgendwas gehört, und dann wurde mal jemand gegengeschnitten, der irgendwie geschrien hat. Okay. Aber ich latsche jetzt hier erstmal nackt weiter. Bei dieser Staffel ändert sich nichts. Nur Medikits gibt es nicht. Außerdem gibt es jeden Tag keine Challenge, die bewältigt werden kann. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für einen vollen Tag alleine ausgesetzt. Wow, 24 Stunden. Ja, so lief's ab. Pfadfinder hat im Vorfeld entschieden, wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Überleben führt zu Punktabzug. Das ist dumm. Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich einen Notfall bestätigen. Einen Notfall bestätigen führt zu Punktabzug. Wisst ihr, was ich mich frage bei so YouTube-Kacke? Ist da erst ein Konzept im Kopf und dann suchen die nach den Clips und basteln das dann? Oder gucken die sich einfach random Clips an und basteln die aneinander? Also, wie entsteht das? Du kannst ja dir nicht irgendwas überlegen. Du musst ja dann das Material dafür finden. Oder hast du erst das Material und schneidest es einfach wirr zusammen? 7 Tage auf der Insel leben führt zu Punktabzug. Süßwasser führt zu Punktabzug. Und Punktabzug führt zu Punktabzug. Das war predictable. Das war predictable. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und meisten Kock in den Arsch bekommt, ist der Gewinner. Aha, okay. Das sind die Kandidaten Sabrina Outdoor. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Dorfkinder. Dorfkinder? Kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Österreicher. Fritz Meinecke. 5 Tage verbrachte er bei den Pfadfindern. Ja. Ein Pfadfinder brachte er um. Ja! Ist doch warum? Weil es kann. Otto Bulletproof. Jetzt kommt's. Otto ist hoch. Vielleicht zu hoch. Der Otter ist Bulletproof. Doch nicht. Jens Knossi. Alter, was? Hä? Wie ist... Digga, was ist mit Knossis Gesicht passiert? Hä? Wie geht das? Ensala, Internet-Hater, Hobbyvater, Schminktussi. In der Vergangenheit zeigte er es bei Projekten seiner Nudel, wird die Community brechen. Oh. Antonia. Auch geil gemacht, Alter. Starlet Nova, Frohnatur, ja. Und Cock-Designerin. Cock-Designerin? Gut, damit hat sie natürlich schon einen starken Vorteil, weil wir haben ja gelernt, der Gewinner ist, der nach 5 Tagen die meisten Cocks im Arsch hatte.
Schminktussi ist seit gut einem Jahr voll, vielleicht zu voll. Dorfkind Sascha Huber und Joris sind auch mit dabei und kämpfen gegen Sabrina Outdoor. Also. Sie treten sie. Oh, ist das dumm, Alter. Ja, ihren Österreicher. Alter, was? So läuft das jetzt. Ich glaube, einer stirbt. Alter, was haben die genommen in dem Büro von TJ? Welcome to the island! Sango, ich bin Huhn. Auch so geil, gab's auch als Meme. Herrlich. Einzige Sache, worum ich mir Sorgen mache, ist, wo baue ich mein Hotel? Der Himmel sieht tatsächlich so aus, als ob es relativ zeitnah Bombe regnen könnte. Oh, es ist dumm. Wollen wir jetzt da die Insel erkunden? Muss ich jetzt was loswerden? Richtig wild jetzt. Ich will es jetzt gar nicht laut aussprechen. Man weiß, Fritz oder ein Otto sind bekannte Menschenfresser. Und das ist jetzt kein Bullshit, das ist Fakt, ja? Das ist nur ein Fakt. Glaubst du nicht? Kugel. Und wir sind hier auf einer einsamen Insel, wo schon mal so ein Fritz gesichtet wurde. Mit dem ist nicht zu spaßen. Der kann eine Nacht perfekt sehen, kann unter Wasser perfekt sehen. Ja, das sind alles Sachen, die wusste ich alle nicht. Ist das dumm? Otto, das beißt dir rein, macht eine Todesrolle ein paar Mal, deine Gliedmaßen sind ab oder sie zieht dich sofort ins Meer oder ins Wasser und du bist tot. Mhm, okay. Eben gerade, genau da vorne, vielleicht seht ihr die auch, ist ja meine Frau runtergefallen. Das bedeutet ja eigentlich, dass sie reif ist, oder? Alter, das ist so dumm. Deswegen werde ich da jetzt mir so ein Gerät nehmen und dann diese Frau abschießen. Mhm. Chillig. Menschen fressen Menschen. Also es ist abartig, ja. Oh, das ist dumm, ey. Ich versuche schon seit 7, vielleicht auch 8 Tage Feuer zu machen. Aber ich werde es definitiv gleich schaffen. Sechseinhalb Stunden später. Nein! Das ist jetzt nicht witzig, weil dann hätte er es ja geschafft. Das ist ja Quatsch. Joris ist tot. Aha, los. Ah, fuck. Ach du Scheiße. Und die erste Regel beim Sicherheitsbriefing, beim Medic-Briefing war, do stupid things. Ja, genau. Do stupid things. Der Junge ist tot. Wie ein Rentner. Schon gar keinen Bock mehr, Digga. Habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin einfach so happy gerade. Jetzt schon abkratzen. Der Junge ist sowas von Müll. Ah, ich finde geil, wenn das immer so hin und her geschnitten ist und die Reaktion eigentlich auf was ganz anderes sind, herrlich. Und jetzt gehe ich erstmal pinkeln. Ja, das war unsere Interpretation von Seven vs. Wild. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und zeigt es auch euren Freunden, wenn ihr Bock habt. Und als kurze Ankündigung, das gibt's jetzt jede Woche. Also wir bringen jetzt einfach unsere eigene YouTube-Kacke-Serie raus, wo wir einfach alle Teilnehmer bis auf einen am Ende sterben lassen. Deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne rein. Aha. Ich habe mies Laune, richtig, richtig viel Zeit und Energie in dieses Projekt zu stecken, weil das sind so meine Wurzeln, wo ich so herkomme. Ich habe schon vor 7 Jahren YouTube-Kacke hochgeladen und jetzt wieder zu machen ist, Alter, ich finde es richtig geil. Deswegen rein abonnieren, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und kurzer Spoiler, so wird übrigens nächste Woche Dienstag um 18 Uhr Folge 2 beginnen. Und jetzt gehe ich erstmal pinkeln. Ist das eine Fanta? Lemon? Ne, Drecksau. Das ist schon mein Humor. Finde ich gut. Daumen nach oben. Schaut gern bei TJ vorbei. Wenn ihr Bock habt. Macht natürlich noch ganz anderen Content. Ach, herrlich. Ach, schön.